Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reiter und wir sind in Folge 212 von Aborion. Ja, ich bin schon mal weitergesprungen. Ich habe auch mit, lass uns gerade gucken, mit dem Albatros, glaube ich, schon noch ein Depot, ein Ausrüstungsdock abgeklappert und habe da auch schon mal nach Sachen geguckt und das können wir gleich auch noch mal machen. Hier ist ja eins, hier sind wir hingeflogen, dann können wir mal schauen, was hier so los ist. Was ist denn das für ein Symbol? Okay, Risserforschungszentrum, haben wir noch gar nichts von gehört. Dann würde ich sagen, nach dem Intro gucken wir mal, was das ist, ne? Bis gleich. Risserforschungszentrum. Was gibt's denn da so? Einmal F drücken näher. Sie reden nun mit dem automatischen Interaktionsbeantwortungssystem vom Risserforschungszentrum. Wir können Ihnen weiterhelfen. Das Forschungszentrum. Güterhandel? Crew. Was ist denn Güterhandel? Antigraf. Okay. Ne, dann machen wir das andere. Markt des Forschungszentrums. Okay, da gibt's Satelliten. Aha. Verbrauchsgegenstand. Markierung. Und hier Stöberklassenträger Steuerung. Aber wir brauchen Waffen und keine Dingens. Sag schon. Einbauteile, schade. Waffen sind hier ja nicht bei, ne? Kaufgenerator, Subsystem, Stöber, Klasse, Träger, Steuerung. Umwaffnete Geschütze plus 4, Asteroiden 23, hä? Verstehe nicht, warum der Asteroiden 23 steht. Oder ist das für konsumiere wie ein Heuschreckenschwarm? Da kann man Dingens, das ist ein krasses Teil, ist das. Da sind mehrere Sachen auf einmal drin. Raumjägerstaffeln sind da. Und unbewaffnete Geschütze und Defensivgeschütze, automatische Geschütze, Asteroiden plus 12, Material Level. Ja, dann kann man doch nur da gerade hinfliegen und das kaufen, oder? Egal warum, wieso und weshalb, aber wir kaufen das mal, weil ich glaube, das lohnt sich irgendwie, oder? Gucken wir mal. So ein paar Asteroiden fliegen hier rum, müssen wir ein bisschen aufpassen. Was ist denn das für ein Teil? Ach so, okay. Oh, nicht schießen. Ein Teleporter ist auch noch da, aber das ist der Risserforschungszentrum. Jetzt wollen wir erstmal gucken, was da los ist. Ein bisschen näher ran. Dockingports sind schon da. Und jetzt sind wir schon gedockt. Gut. Forschen. Hier. Und dann können wir das kaufen, oder? Ach, Rissforschungsdaten. Ah, das ist fürs Add-on. Alles klar, dann hat sich das hier erledigt. Deswegen haben wir das auch nicht gesehen. Ja, alles klar. Da unten ist unser Ziel dann. Okay. Dann wollen wir da mal gucken, was da für uns ist, ne? Der Rest geht uns ja gar nichts an, sozusagen. Verstärker, ne, das wollen wir nicht, das wollen wir. Dreifach Maschinen und hier das. Ah, super. Gibt es hier auch ein Handelsdepot zum Beispiel? Schiffswerft, Ausrüstungsrisse, Reparaturdock. Leider nicht. Fliegt trotzdem mal näher gerade, bis die Ports erscheinen, bis wir gedockt sind. Wird ja wohl gleich kommen. Wir sind gedockt. Und Waffen und wir kaufen den Rest dann ein. 4 Minuten gibt es auch neue Modelle hier. Ja, das ist jetzt erstmal gewesen. Was gibt es hier? Pro Class XA Bergbau. Der zeigt auch die anderen Klamotten an. Im Endeffekt bringt mich das jetzt hier nicht weiter, oder? Wir haben ja gar keine Staffeln drin, oder? Was fehlt denn da?
Forcejäger, Sonderangebot 30, 6 Stück. So, jetzt haben wir einen Slot hier belegt. Jetzt können wir da mal rausgehen. Shift links plus 1, neue Staffel. Angreifen, verteidigen, zurückkehren und verlorene Raumjäger einsammeln. Okay. Ja. Gut, das hat uns jetzt hier nichts gebracht. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Das ist das andere Ausrüstungsdock. Wir suchen mal gerade nach welchen. Hier waren, glaube ich, ein paar mehr. Hatten wir letztes Mal schon gesehen, ne? Okay, Ausrüstung. Also da sind wir ja. Und da ist eins. Das heißt, wir gehen mal zu diesen Koordinaten. So, wo müssen wir springen? Na, da müssen wir springen. Oder? Nee, das ist nicht nach da springen. Nach da springen. Diese Blitze, die wir da gerade gesehen haben, die haben wir auch noch nicht gesehen, ne? Das ist auch neu, meine ich. So ein paar Sachen haben sie da mal reingemacht, ne? Die da ein bisschen schicker, lebendigere Galaxien machen, sozusagen. Wir hätten natürlich eben das auch automatisch dahin springen lassen können. Ja, jetzt ist halt so. Wo ist denn das? Da oben, okay. Ja, super weit weg, ne? Ausrüstung, dann Handeln, Waffen. In einer Minute gibt es hier was anderes. Und vielleicht gibt es dann auch andere. Lass uns dann doch mal gerade zum anderen Schiff wechseln. Was hat er jetzt gemacht? Ich will doch nur da. Nein, ich will einfach nur rechtsklicken und in Schiff in Sektor wechseln. Albatros. Mehr will ich doch gar nicht machen. Ne? Schauen wir mal, was da noch gibt am Ausrüstungsdock. Ich meine, ich müsste daneben stehen, dahin geflogen sein. Bin mir aber nicht sicher. Da ist es. Ausrüstung checken. Waffen und auch nur blaue. Und jetzt ist die 30 Sekunden. Dann wollen wir doch mal gerade die 30 Sekunden abwarten. Vielleicht gibt es gleich was Besseres. Können wir gerade einmal auf der Karte gucken. Mach das mal zu hier. Wer war denn der Dritte im Bunde? Die Lady. Wo ist denn die Lady? Wo ist denn die Lady? Sehe ich jetzt nicht so wirklich die Lady, ne? Das ist da. Ach, die Lady ist hier unten irgendwo. Da ist die Lady. Ausrüstungsdock gibt es bei der Lady auch. Zu Lady wechseln. Geht das? Tolles Tor hier, ne? Schauen wir uns die Lady an. 30 Sekunden waren es eben. Leider sind jetzt wieder gleich die vollen Minuten hier unterwegs. Da ist es. Ja, Bergbaugeschützturm. Zack, auf geht die Reise dahin. Schauen wir mal, dass wir da hinkommen.
Wir sind mit denen hier gut in Beziehung. Gut, das ist ja schon mal was. Ladies, total langsam. Aber ist jetzt erstmal egal, wir fliegen da jetzt erstmal hin. Kaufen da die Sachen ein und dann gucken wir weiter. Dann müssen wir in die anderen beiden Schiffe noch springen und gucken, dass wir da auch noch einkaufen, weil da sind ja auch neue Sachen. So. Dann noch ein bisschen weiter. Ah, da kommen die Docks reingeflogen. Dann fliegen wir dahin. Das ist das nächste. Gucken, wie weit wir dran müssen. Wahrscheinlich ganz nah, ne? So. Einmal Ausrüstung handeln. Geschütztürme sind nur wichtig. Und die können wir noch nicht mal kaufen. Schade. Kriegen wir denn hier Reputation? Ja, aber ziemlich wenig. Schade. Wenn es denn Reputation ist, die sich da so nennt. Gibt es denn hier auch einen Handelsposten? Nee, leider nicht. Okay, aber jetzt gehen wir erst in die Karte und gucken rein, dass wir wieder zum Beispiel in den Albatros gehen. Weil der muss ja jetzt auch neue Sachen da haben, ne? Müssen wir gucken. Und zwar, Ausrüstungsdock ist jetzt hier. Hier gibt es auf jeden Fall einen Handelsposten. Wir sind mit denen auch hier gut in der Beziehung. So, da ist jetzt das Ziel. Ausrüstung handeln, Geschützkontrollsystem. Ne, ich wollte das hier. Das können wir jetzt weswegen nicht kaufen. Ach, ich bin nicht angedockt. Okay. Die Besatzung des Schiffs wurde bezahlt. So, einmal docken. Ausrüstung, Geschütze kaufen. Ja, komm, jetzt, wenn wir schon hier sind, kaufen wir die auch. Was hat er eigentlich? Müssen wir hier was reparieren oder was? Dein Schiff ist beschädigt. Kann ich das hier reparieren? Sieht wohl so aus. Okay. So, Karte und jetzt in den Traveler noch rein. Weil da müssen wir das Ganze auch nochmal machen. Wir mal gucken, was da gibt. Ausrüstungsdock ist da. Was? So weit weg? Ich war davon überzeugt, dass wir da schon hingeflogen sind. Na egal, fliegen wir jetzt erstmal hin. Sind wir gleich. Ich glaube, da sind wir schon zu weit dran vorbeigesegelt, dass das noch geht.
Ausrüstung dann, Waffen. Kaufen wir, dürfen wir nicht kaufen. Keine Ahnung, warum wir hier jetzt mit mal nicht so toll einkaufen können. Schon komisch. Ja, schade, ne? So, jetzt gucken wir noch nach dem Forschungsstation. Okay, die sind da. Ein Schiff im Sektor ruft um Hilfe. Wo denn? Da oben. Ich glaube schon erledigt, oder? Ja, das war's schon. Gut, das heißt, wir gehen hier hin. Und hier war eine Forschungsstation, ne, oder? Ausrüstungsdock. Schiffriss. Schiffriss. Dann Forschung. Ach, da ist ein M reingeraten. Ach, Erforschungszentrum, das ist es. Da ist das Problem liegend. Forschungsstation, da müssen wir aber hin. Warte mal, das machen wir anders. Soll der sich dahin bemühen, ne? Warte, das und das. Und das und starten und wir sind raus aus der Geschichte. Das kann nämlich wer anders dann machen. Aber ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.